So, was wollen wir heute machen? Ich habe ja noch einen Raspberry Pi 2 rumliegen und einen RTL-Stick, und zwar ist das ein No-Elec-Stick. Und da werde ich heute einen Scanner draus bauen. Fangen wir mal an. So, da meine vor gedownloadete Version offenbar defekt war, laden wir halt neu herunter. Und zwar hier raspberrypi.org Downloads. Da suchen gehen wir jetzt auf Raspbian. Und laden uns die Stretch-Lite herunter. Ohne Desktop und ohne sonstige Software. Wir wollen ja das Image schmal halten. Laden wir es mal herunter. So, jetzt wird es heruntergeladen und ich melde mich wieder, wenn wir fertig sind. Bis dann. So, da bin ich wieder. Der Download ist jetzt abgeschlossen, wie man sieht. Jetzt lasse ich Transmission noch eine Weile laufen, damit andere auch etwas von meinem Download haben, der kostenlos ist. Also, wir lassen das im Hintergrund weiterlaufen. So, jetzt haben wir es neu heruntergeladen. Jetzt wird es entpackt. Das Image müssen wir jetzt auf die SD-Karte schreiben und dazu suchen wir uns unser Image. Das haben wir hier. Nehmen es. Jetzt suchen wir uns noch unsere SD-Karte. Das ist in dem Fall die 32 GB SD-Karte. Und schreiben. Natürlich alles gut. Upload wurde erfolgreich geschrieben. Sehr gut. Damit können wir die USB-Upload-Ausstellung schließen. So, nachdem das Image auf die SD-Karte geschrieben wurde, haben wir zwei Partitionen. Einmal die Partition Boot und einmal die Partition rootfs. Wir brauchen jetzt als nächstes die Partition Boot und in diese werden wir jetzt zwei Dateien hineinkopieren. Zum einen ist es eine Datei namens SSH ohne Endung und ohne Inhalt. Die wird in die Boot-Partition kopiert. Und des Weiteren die Datei wpa-supplicant.conf. Da stehen eure WLAN-Zugangsdaten drin. Die solltet ihr euch vorher schon irgendwo sichern auf einem Stick. Die werden ebenfalls hineinkopiert. Damit sind jetzt erstmal die Arbeiten am Laptop abgeschlossen und die SD-Karte kann jetzt in den Raspberry Pi. Bis gleich. Noch ein kleiner Nachtrag zur Datei wpa-supplicant.conf. Damit habt ihr dann eure WLAN-Einstellung und braucht nicht erst umständlich einen Monitor anschließen und eine Tastatur und den ganzen Quatsch, weil wir arbeiten ja komplett über SSH. Der Inhalt dieser Datei sollte so aussehen.
Fritzbox Name, Fritzbox Passwort, natürlich eures rein, nicht diese Zahlen. Abspeichern und dann in die Boot-Partition mit kopieren. So. So, nachdem euer Raspberry Pi 2 hochgefahren ist, solltet ihr bei euch im Netzwerk nachsehen, also im Speedport oder in eurer Fritzbox, welche IP-Adresse euer Raspberry Pi hat, damit wir uns mit ihm verbinden können. Und das machen wir jetzt mal via SSH. Dazu den Benutzernamen PI und eure IP-Adresse, die ihr euch vorher rausgesucht habt. Jetzt antworten wir mit Yes, dabei ist Yes auszuschreiben. Das Passwort bei einem frisch installierten Raspi ist Raspberry kleingeschrieben. So, jetzt befinden wir uns schon auf unserem Raspberry Pi via SSH. So, nachdem wir nun verbunden sind mit unserem Raspberry Pi, ändern wir zunächst einmal das Passwort Raspberry. Das ist einfach zu leicht zu knacken. Sucht euch ein schönes Passwort aus und gebt es ein mit dem Befehl passwd. Zuerst will er das existierende Passwort haben, also Raspberry. Jetzt kommt euer neues Passwort. Jetzt wird das Passwort wiederholt, das neue. Und schon ist es gesetzt. Als nächstes führen wir die Grundkonfiguration durch. So, jetzt sind wir im Config-Tool. Tun uns zunächst mal unsere Zeitzone einstellen, unsere Sprache und unsere Tastatur. Jetzt suchen wir uns unsere Sprache raus. Voreingestellt ist Englisch. Das wollen wir natürlich ändern. Suchen wir jetzt DE. DE Deutschland UTF-8. Mit der Leertaste markieren und dann danach muss noch die englische Sprache entfernt werden. Sonst kann es sein, dass wir bei einigen Sachen Probleme bekommen. Hier sehen wir Englisch UTF-8. Wieder mit der Leertaste, Markierung entfernen. Anschließend auf OK. Hier wählen wir noch aus den Zeichensatz auf DE UTF-8. So. Jetzt suchen wir uns die Zeitzone raus. Sollte in der Regel schon auf Mitteleuropa, Berlin stehen. Europa. Jetzt suchen wir uns Berlin. Oder nicht natürlich eure Zeitzone. Keyboard Layout. Über Takten brauchen wir unseren Raspberry Pi momentan auch nicht, es sei denn, ihr bekommt dann Schwierigkeiten, wenn das SDR-Programm läuft. So, jetzt müssen wir erstmal unser Filsystem expandieren.
dass die gesamte SD-Karte ausgenutzt wird. Was noch eine Möglichkeit ist, um etwas mehr Arbeitsspeicher zu bekommen. Memory Split. Das ist jetzt für die Grafikkarte die interne. Die können wir reduzieren auf 16, da wir sowieso nichts weiter haben und keinen Monitor angeschlossen haben. Audio, Resolution brauchen wir alles nicht. Jetzt machen wir noch ein Update der Config. So, damit sind die Raspi Config Einstellungen erstmal beendet und beenden. So, Raspi Config haben wir jetzt beendet. Jetzt booten wir den Raspberry neu. Anschließend bringen wir den Raspberry Pi auf den neuesten Stand mit einem Software Update. Bis gleich. So, unser Raspberry sollte nun wieder hochgefahren sein. Jetzt tun wir uns gleich mal wieder per SSH mit ihm verbinden. Jetzt möchte er natürlich unser neu eingegebenes Passwort haben, nicht mehr das alte. Und schon sind wir wieder auf dem Raspberry Pi. Als nächstes verpassen wir ihm Updates mit sudo apt-get update. Und mit sudo apt-get upgrade bringen wir ihn auf den neuesten Stand. Wir bestätigen natürlich mit Ja. So, die Updates sind nun abgeschlossen und mit einem Reboot bringen wir den Raspberry Pi auf den neuesten Stand. Bis gleich. So, der Raspberry Pi ist jetzt wieder hochgefahren. Und jetzt geht es ans Eigentliche, dem Installieren vom SDR. Dazu verbinden wir uns wieder via SSH mit unserem Raspberry Pi. So, und man soll es hier alles so leicht wie möglich machen, habe ich mir die ganzen Schritte in einer Datei aufgeschrieben. Die wird es nach und nach abarbeiten. So, zuerst müssen wir einige Programmteile noch installieren. Und das machen wir damit. So, das hätten wir jetzt. Als nächstes holen wir uns das eigentliche Programm, das RTL-SDR. Und zwar klonen wir uns das auf unseren Raspberry Pi.
Als nächstes geht es an die Installation. Und zwar wechseln wir in das Verzeichnis RTL-SDR. Anschließend erstellen wir ein Verzeichnis namens Build. Und wechseln anschließend in dieses. Jetzt geht es an die Installation. Anschließend wird der Befehl make ausgeführt und anschließend der Befehl sudo make install, um das Ganze abzuschließen. So, mit sudo make install wird das Ganze fertig installiert. Das war's schon. Jetzt gibt es noch ein paar kleine Systemänderungen, die unbedingt notwendig sind. Damit hätten wir den Großteil schon erledigt. Als nächstes werden wir jetzt noch eine Blacklist RTL.conf erstellen. Da kommen diese drei Einträge hinein. Das ist dafür da, dass nicht DVB-T-Treiber geladen werden. Sonst können wir den nicht als SDR nutzen, den Stick. Das machen wir jetzt. Da ist jetzt eine leere Datei erstellt, in die werden die drei Einträge eingefügt. Der letzte Eintrag, der blinkende Cursor, muss so stehen bleiben. Es darf nicht mit einem Enter beendet werden. Wir lassen das so, speichern die Datei ab mit STRGO. Enter und beenden das Ganze mit Strong X. Anschließend machen wir einen sauberen Reboot. Ist der Reboot erfolgt, kann der SDR-Stick eingesteckt werden. Und wir sehen uns gleich wieder. So. Der SDR-Stick ist im Raspi eingesteckt. Raspberry Pi ist komplett hochgefahren. Jetzt verbinden wir uns wieder mit ihm. Ah, falsches Passwort. So, aber jetzt. Installationsarbeiten sind soweit abgeschlossen. Jetzt können wir das erste Mal testen, ob der Stick funktioniert. Kann man machen mit RTL Test-T.
Er funktioniert. Er wurde erkannt als RTL 2832U. Also funktioniert er. Als nächstes können wir das Programm starten mit RTL TCP-A und eurer IP von eurem Raspberry Pi. So, euer Raspi ist jetzt in Bereitschaft und wir können das Ganze von der Ferne probieren, ob er funktioniert. In meinem Fall, da ich ein Linux-System habe, machen wir das Ganze mit GQX. So, jetzt brauchen wir natürlich eine Konfiguration. Und in diesem Fall ist das RTL TCP und die IP des Raspberry Pi gefolgt von dem Port 1234. Dann schauen wir mal, ob wir was fangen. Großen Berliner Rundfunkorchester unter Arthur Rother und Walter Gieseking als Solisten. Und wer ganz gute Ohren hat, der kann in der Pianissimo-Passage beim Übergang die Flakkanonen pochen hören. Und jetzt ein neuer Hit für Sie auf Bayern 1. Santu and the Soul Patrol, The Rescue. Wie ihr seht, funktioniert es. Ist immer noch auf Bereitschaft. Und dann probieren wir noch mal. Der internationalen Entwicklung der Musik abgekoppelt. Die neue Musik, ausgehend sowohl von der zweiten Wiener Schule um Arnold Schönberg, als auch der oft als Gegenbewegung dazu interpretierte Neoklassizismus, es ist 15.45 Uhr. B5 aktuell. Clemens Nicol mit den Nachrichten. Berlin. Die großen Umweltverbände haben die Empfehlungen der Kohlekommission als Durchbruch begrüßt. Allerdings gab es auch Kritik an dem Ziel. Wie ihr seht, funktioniert das Ganze ganz gut. Beim Frequenzwechsel kann es etwas dauern, bis die neue Frequenz eingestellt wird. Es muss ja via WLAN vom Laptop zum Raspberry übertragen werden. Der Raspberry muss die neue Frequenz einstellen und dann das Ergebnis wieder zum Laptop zurückschicken. Das kann natürlich einen Moment dauern. Wie gesagt, da müsst ihr etwas mit den Einstellungen spielen. Da gibt es genug Auswahlmöglichkeiten in eurem Empfangsprogramm. Aber das werde ich schon hinkriegen. Okay, ich wünsche euch viel Spaß mit RTL. Nicht diesem Fernsehsender, nein, RTL Stick. Okay, ciao, bye bye.